Liebe Freundinnen und Freunde, am 23. April 2024 fand ein ganz besonderes Ereignis statt. Georg Friedrich Händel höchstpersönlich gab sich die Ehre und besuchte, dargestellt von mir, das Haus am Dom in Frankfurt zu einem Lebensinterview, das von Christina Kupczak geführt wurde. Dabei erhielten wir Unterstützung durch die Sopranistin Margarita Bayaras. Das Ganze ist im Stil der Commedia dell'arte konzipiert. Im Folgenden gibt es einige Eindrücke aus dieser Veranstaltung zu sehen. Dabei viel Freude und gute Unterhaltung. Von 1719 bis 1728. Und ihr habt eine Oper nach der anderen geschrieben. Ottone, Flavio, Giulio Cesare. Oh yes, that was big business, würde man heute sagen. Ja, wir waren wirklich erfolgreich. Hinzu kam, dass der König auch noch immer mehr extra Wünsche hatte. Er veranstaltete immer mehr Feste, auch Maskenbälle. Dafür musste auch Musik beigeschafft werden. Solche Festivitäten gingen manchmal die ganze Nacht bis 7 Uhr in der Früh. Die Opern, die waren erfolgreich. Aber der Opernbetrieb, die reinste Hölle, die Guzzoni, die hatte eine grandiose Stimme. Gleichsam Feuer und Süße. Aber ihre Anhängerschaft. Oh,
dieser Petrusch mit seinen armseligen Bühnenfiguren und seinen piepsigen Stimmen. Sagen, an was die Frauen zu unserer Zeit Interesse haben. Ausgefeilte Kleider, verrückte Perücken, Schminke und vor allem, wie man der Rivalin eine Hutnarbe ins Herz haben kann. Außerdem geht so eine Sache auf die Dauer doch sehr ins Geld. Thank you.